Im REGA-Projekt geht es darum, seltene Erden zurückzugewinnen aus Elektronikschrott. Die sind deswegen wichtig, weil sie in allen elektronischen Geräten, die wir momentan verwenden, eben verbaut werden. Und es ist wichtig, ein Recyclingprogramm dafür zu haben, das umweltfreundlich und nachhaltig ist. Das aktuelle ist das überhaupt nicht. Und wirtschaftlich ist es wichtig, weil momentan China ein Monopol hat auf diese Stoffe und damit den Preis bestimmen kann. My sídlíme v Třeboni, což je do Kremzu velmi blízko, dokonce blíž než do našeho mateřského centra v Praze, tudíž pro nás je Interreg ideální. Původní myšlenka biologické recyklace prvků vzácných zemin vznikla tak, že Českou akademii věd oslovila česká firma, která se zabývá elektronickým odpadem a hledala nějaký nápad, jak znovu získat ty hodnotné prvky z toho odpadu. No a my jsme v té době už spolupracovali s IMC Krems, takže jsme začali různými experimenty, abychom vůbec ověřili, jestli je možno takovou technologii vyvinout. A když jsme si ověřili, že pravděpodobně ano, tak jsme tedy vyvinuli to úsilí a požádali o společný projekt pro obě pracoviště. Interreg haben wir das erste Mal gedacht, weil es eine gute Möglichkeit ist, zwei Länder zu verbinden in einer relativ unkomplizierten Form und wo die Kooperation auch im Vordergrund steht. Das war uns wichtig. Also als Fachhochschule sind wir prinzipiell in allen Forschungsfragen darauf angewiesen, dass wir Drittmittel gefördert sind. Ohne das Interreg-Projekt oder ohne die Interreg-Gelder könnte man das Projekt gar nicht durchführen. Das heißt, wir brauchen für die Forschung, für die Mitarbeiter, für die Geräte finanzielle Unterstützung, damit wir das machen können. Und durch das Interreg-Programm haben alle vier Partner die Unterstützung, die sie brauchen. Projekt běží zatím prvním rokem, ale už ho můžeme považovat za úspěšný. Podařilo se nám výsledky publikovat v odborném časopise vědeckém. Zorganizovali jsme první sympózium o prvcích vzácných zemin, kterého se účastnili také strategičtí partneři, což jsou firmy, to jsme rádi. A samozřejmě ten výsledek toho projektu, ta technologie by měla být použitelná pro firmy v průmyslu. Wir arbeiten an einer innovativen, nachhaltigen Methode, seltene Erden zu recyceln. Eine Zukunft ohne Handys, Computer ist für alle Leute undenkbar inzwischen. Das heißt, wenn man da vorne mit dabei sein will, dann muss man neue Technologien entwickeln. Wenn das umweltfreundlich und nachhaltig geht, umso besser. Und davon profitiert dann natürlich nicht nur die Universitäten, sondern auch die Personen, die diese Geräte verwenden und generell alle, die in der Region beschäftigt sind, weil wenn so eine Technologie etabliert wird, dann gibt es neue Jobs.